Servus, Alter, was geht ab? Und wir haben uns einen neuen Video auf meinen. Keine Ahnung. Hallo, willkommen zurück. Nachdem ich so ungefähr 5 Monate Pause gemacht habe, kommt wieder ein Video. Wieso? Ein bisschen, weil ich erstmal nicht so Lust gehabt habe, andere Videos zu machen. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Lust. Und noch etwas, ich werde bald umziehen. Und dann werde ich viel, viel, viel bessere Videos machen. So wie Julian Bam oder Concafter und all das werde ich natürlich nachholen. Ja, also Musikvideos und Minecraft und das werde ich alles nachholen mit Afrobox. Werde ich alles nachholen, aber es kommt erst in einem Jahr. Und ich hoffe, dass YouTube noch gibt. Neben den dummen Artikel 13. Ich hoffe, es gibt noch nächstes Jahr und auch die anderen Jahre, die noch kommen, hoffe ich, dass ihr nichts verpasst von mir. Und ich hoffe, dass die Abonnenten dann weiterkommen, dass noch mehr wird. Und das ist dann auch so berühmt mit YouTuber. Aber schauen wir mal in Artikel 13 bitte nicht den Wind. Weil lang ist nicht mehr Artikel 13. Am 1. Februar. Also wenn sie es nicht schaffen und das unterzeichnen, so ungefähr 5 Millionen oder so, ich weiß nicht wie viele unterzeichnet. Und dann haben schon 4 Millionen. Ich hoffe, sie schaffen es noch bis Ende Februar. Ja, Anfang Februar schon. Ja. Und ich hoffe es. Ich hoffe es. Sonst sehen wir überhaupt nichts mehr von unseren Stars. Und die Zahnfee ist voll geil. Also ich liebe die Zahnfee echt sehr gut. Also das beste Video von Julian Bam bis jetzt. Und auch das beste Lied auf jeden Fall. Also werde ich jetzt. Ich verändere auch ein bisschen was auf meinem Kanal jetzt. Bevor ich dann umziehe. Jetzt, pass auf. Ich verändere 4 Sachen. Erste Sache ist, ich hab ja angefangen mit Filme zu zeigen, welche die besten Filme sind und so weiter fort. Jetzt aber mache ich das weiter, aber nicht immer. Ja, also nur wenn ich Lust habe oder wenn ich das plane, dann ja. Aber jetzt kommt das jeden zweiten Tag wieder ein Video und ich hoffe, dass die Abonnenten wieder steigen und es wird jetzt ein bisschen anders werden mit den Filmen. Und die Filme kommen, weiß nicht, vielleicht einmal in der Woche, ich weiß nicht, auf jeden Fall nicht sehr viel, nein. Das zweite ist, was auf jeden Fall Neues kommt, sind Trailers. Das habe ich geplant. So gute Trailers. So von mir selber gemachte und erfundene Titel und so und. Und so Trailer, so kleine Mini-Trailers, so 2, 3 Minuten, ja, das noch. Und ja, die anderen zwei Sachen sind dann in der Zukunft, das ist dann das Musikvideo und auch Minecraft. Aber ich werde natürlich auf der Xbox wieder mit euch spielen. Ja, egal was. Ihr seid über 4, vielleicht wieder Minecraft und so weiter fort. Auf jeden Fall ein Trailer. Die Trailers, sehr viele Trailers habe ich da oben gespeichert und die werde ich euch alle zeigen. Und zwar, ja, das ist voll cool und noch was. Ich plane am Dienstag in Freddy Krüger Trailer. Ja, ich habe von Freddy Krüger den Hut. Die Maske und ja, der Handschuh, ja. Und ich habe auch ein schönes Kostüm dafür und ich mache einfach einen eigenen Trailer. Und so wird das jetzt sein. Ich mache ab und zu Filme, wenn ich Lust habe. Ich spiele E-Sports. Und dann werde ich auch ein paar Trailers machen. Und was ich auch noch mache, ist, was
Was ich auch noch machen werde, ist vielleicht, aber nur vielleicht, ich muss noch nachdenken, dass das überhaupt geht mit denen, weil ich tue es eigentlich mit der Welt aufreden, mit dem Computer und mit dem Handy, das muss ich noch nachforschen, wie das geht. Ich hoffe, irgendwer sagt es mir oder ich schaue dann einfach nur nach. Und zwar Vlogs. Ja, Vlogs, wie so wie der Kronkorb. Also, wie ich das mache und so weiter fort, das muss ich noch weiter erforschen und ja. Willkommen zurück auf meinen Kanal und freue mich, dass ich wieder da bin und ich hoffe, ihr auch und ich hoffe, dass die Abonnenten mehr werden und schauen wir mal, wie es weitergeht. Und noch was, in Zukunft will ich auch mal mit anderen YouTubern ein Video machen, vielleicht mit Kronkraft oder die oder mit irgendwen. Schauen wir mal. Also, aber jetzt wisst ihr mal, wie das jetzt geht in Zukunft. Also, schaut mich bitte weiter an. Bitte die Glocke. Schreibt einen Kommentar unter dieses Video, was ihr von dieser Idee haltet. Ich hoffe, dass das so über 100 Leute mitreden. Und wir sehen uns dann bei den Trailern. Ciao.